bevor ich es wieder vergeige, also oder vergesse, es geht wieder weiter hier im Pflanzenreich. Draußen tut sich täglich immer etwas, weil man ja nicht immer im Garten ist und genau. Also wie gesagt, für alle neuen Besucher dieses Kanals, ich heiße Nico Pflanzenforscher alias Nico Gärtler und ich zeige immer täglich die Pflanzenentwicklung im Garten. Und da tut sich ständig immer etwas. Wenn ich zu schnell rede, sagt das in den Kommentaren. Da rede ich etwas langsamer, um das immer etwas genauer zu zeigen. Also, ich zeige hier die Akelei, weil hier mittlerweile auch eine Entwicklung in der Blüte jetzt stattfindet. Hier wird eine Blütenentwicklung gerade gesteuert und gefördert. Die Pflanze hat sich nämlich jetzt entschieden, nach dieser Blattmasse sich dann mit Blüten als Belohnung für mich, für meine gute Arbeit, dass ich den Boden so aufgewertet habe, zu bedanken. Und das kann man hier schön sehen. Was für eine Sorte das ist an Blüte, das werden wir noch herausfinden. Das weiß ich nämlich gerade im Moment nicht. Also Akelei-Pflanzen sind echt schöne Pflanzen. Genau. Ich muss zugeben, zu schnell reden ist auch ganz schön anstrengend. Ich merke das aber auch von mir gerade. Weißt du Bescheid? Nee, nee. Also hier kann man es auch eine Entwicklung erkennen. Die hat sich erholt und kommt tatsächlich auch auf der Seite raus, dieser Phlox. Was das für eine schöne Sorte ist, weiß ich gerade im Moment nicht. Aber eins, was ich weiß, dieser Phlox hat auch wunderschöne Blüten später. Und diese Stauden werden wahrscheinlich hoffentlich doch noch ein bisschen größer, dass sie sich jetzt ausbreiten. So wie ich es mir erhoffe im Moment. Also was hier auch alles für Samenkörner aufspringen. Ich habe gerade eben gesehen, eine Pflanze schiebt sich gerade aus diesen Samenkern heraus. Das ist echt der Wahnsinn. So, jetzt der andere Phlox. Ich habe ja ein paar Tage ihm nicht gezeigt. Also der ist wirklich sehr, sehr schön am Wachsen. Ich streiche den ab und zu mal, weil ich es immer wieder cool finde. Aber gelbliche Blätter können darauf hindeuten, dass hier auch, man sieht, Sand eine Ursache ist, wahrscheinlich. Und Phlox, glaube ich, gedeiht nicht ganz so gut, aber das kann ich noch nicht genau sagen. Vielleicht erholt sie sich. Also grün ist sie definitiv, nur hellgrün. Und genau, das ist echt der Wahnsinn. Trotzdem. So, und so sieht die Pflanze mittlerweile aus, bei der ich immer noch am Rätseln bin, was das später mal ist. Vielleicht ist das auch eine Staude, die immer und immer wieder zurückkehrt. Übrigens, die Karden breiten sich gerade massig aus, ja. Überall. Hier drin wächst auch eine Karde. Ich muss langsam mal ein paar Karden vereinzeln, definitiv. Die werden sonst zu groß im Beet und das kann dann später, naja, nicht so schön werden. Und das sind nicht die einzigen Karden, hier kommen überall welche raus. Die Pflanze ist übrigens gut für alle, die es noch nicht wissen, für Borreliose. Also, das ist Wahnsinn, ja. Dentenkarden, die wilde Karde überall. Sie wächst hier wild, wo sie will, gerade im Moment, ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe ja schon ein paar Tage auch nicht über das Träne Herz gesprochen. Die Blüten, also diese Staude hört einfach nicht auf mit dem Wachstum. Und das ist wirklich sehr positiv im Moment. Das ist echt der Wahnsinn. Also so ein Tränes Herz in so einer Größe habe ich wirklich noch nie gehabt. Und stellen wir sich einmal vor, das sind zwei Pflanzen. Zwei Pflanzen haben sich gerade verfünffacht, würde ich sagen. Guckt euch diese Masse an den Blättern, da wisst ihr Bescheid. Alter, das ist enorm und diese Blütenpracht ist so, das kann ich gar nicht mehr beschreiben. So viele sind da mittlerweile. Das sind mehrere Hunderte. Und das ist nicht übertrieben, definitiv nicht. Das ist so heavy, das ist mehr als nur heavy. Also die wächst definitiv wild, die Zentra. Das Tränenherz kann tatsächlich auch wild wachsen hier, wenn es so stark wächst. Ja. Ich bin auch gespannt, ob da auch Samen abwirft. Ganz viele, das würde mich mal interessieren. Mal gucken.
So, kommen wir jetzt zu den Updates der Chili-Pflanzen. Ich habe diese vor ein paar Tagen hier eingesetzt und die sind schon mal angewurzelt, weil der Regen jetzt Tage echt gut getan hat. Sieht man teilweise, also die Neuaustriebe erholen sich jetzt. Mal schauen. Also es ist echt der Wahnsinn und das ist einer der schärfsten Chilis der Welt. Ja. Carolina Reaper gehört dazu. Das ist echt der Wahnsinn. Diese Tomate hat einen Schaden und ich weiß gerade nur nicht welchen. Das war noch vor dem Regen gewesen. Das ist die Ananas-Tomate. Ich hoffe, die erholt sich oben zumindest bei der Triebspitze. Die sieht noch gesund aus. Mal gucken. Man soll Pflanzen nicht immer so schnell wegwerfen, zumindest meiner Meinung nach, wenn man sie noch retten kann. So, jetzt ein paar Paprika-Pflanzen. Die habe ich geschenkt bekommen von der netten Gärtnerin. Also die sind wirklich echt freundlich. Also was die auch alles für Sämlinge ausgesät haben, kann ich euch sagen. Einige hunderte. So. Der Wein, der hat sich ordentlich entwickelt die letzten Tage. Wie man sehen kann, sieht man jetzt eine Veränderung wieder. Alleine was der schon an Blattmasse bildet, zeigt schon, was der dieses Jahr wieder. Der wird wahrscheinlich 3 Meter wieder rauswachsen wie letztes Jahr. Also so erinnere ich mich vom letzten Jahr zumindest dran. Aber ich werde ihn wahrscheinlich diesmal zurückschneiden, um das zu vermeiden, weil hier nämlich die Blüten kommen. Und wie ich gelernt habe, sagen die Winzer, man schneidet den Trieb dann anschließend vorne ab, wenn die Blüten sich gut entwickeln sollen und ordentliche Trauben bringen sollen. Das hier ist zumindest nämlich hier der Fall. Die sind sie erst noch klein. Die werden aber noch deutlich größer. Hier. Hier kommen sie auch schon. Hier entwickeln sie sich gut raus. Und er hat letztes Jahr viele, viele Blütenstände gehabt. Und dieses Jahr zeigt das mir wieder an, dass er eine Menge Blüten ausbildet. Wo kann man das teilweise sehen? Wahrscheinlich hier. Ja. Ja, das sind eine Menge Blütenansätze, genau wie letztes Jahr. Also der Wein bedankt sich jedes Mal für die Düngergaben, die ich ihm gegeben habe, definitiv. Deswegen hat er auch so eine Masse an Früchte ausgebildet letztes Jahr. Wenn man sich vorstellt, dieses Holz alleine wiegt nicht viel, aber die Masse an Blattmasse, das ist wie eine ganz andere Geschichte. Gucken wir uns den mal auf der anderen Seite an. Da gibt es nämlich auch was Schönes. Hier ist er nämlich besonders kräftig am Austreiben. Der ist schon 10 cm mindestens rausgewachsen. Und die Blätter zeigen schon von der Größe an, wie groß sie werden. Ungefähr die Größe von meiner Hand oder mehr. Ich habe das sehr gut in Erinnerung, wie groß diese Blätter werden. Das ist wirklich enorm, ja, vom Wein. Wenn er gut versorgt wird mit Nährstoffen, dann schafft er so viel. Stickstoffgaben sind bei dem besonders wichtig. Ich würde sagen, alle 2 Wochen, wenn ihr keinen guten Boden habt, düngen mindestens. 10 Liter auf 20 Milliliter auf eine Kapsel von normalen Dünger für alles Mögliche. Für Gemüse, alles. Das könnt ihr dafür auch verwenden, das ist kein Problem. Das ist Wahnsinn. Der verzweigte sich auf der Ecke, wo ich ihn letztes Jahr zurückgeschnitten habe. Ich sehe auch nicht. Das ist einfach, wie soll man das beschreiben? Das sieht einfach klasse aus. Ja. Jetzt bin ich mal ein bisschen langsamer, damit wir das etwas langsamer abarbeiten, weil das ist schon eine gewisse Zeit, die man da investiert. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Hier könnt ihr das Altholz erkennen, das ist gerade mal 3 oder 4 Jahre alt. Wahnsinn. 3 oder 4. Und so schnell ist er gewachsen. Diese Tomaten gebe ich auch noch nicht auf. Die haben nämlich alle einen gewissen Schaden. Und da warte ich noch ab, was sich daraus vielleicht noch entwickeln könnte. Ich gehe auch mit einem Risiko, dass auch die Braunfäule vielleicht nach einer Woche reinkommt, wenn es hier weiter regnen sollte. Aber ich gehe erstmal nicht davon aus, dass es eine ganze Woche regnet. Das ist meistens sehr selten gewesen bis jetzt. Diese Tomate zumindest, die sieht auch noch gesund aus.
Mal gucken, ich warte noch. Die Kastanie leidet bis jetzt noch vom Schnitt, die ich ihr gegeben habe, aber soweit sie lebt ja noch. Genau wie der nordamerikanische Ahorn, den ich später zum Bonsai vorbereiten werde. Es gibt einige Sachen, die ich noch vorbereite in diesem Jahr. Und da könnt ihr gerne dabei sein. Die Hepamelis ist wunderschön am Wachsen, langsam und gedrungen, so wie man es möchte. Wahnsinn. Grün ist es schon sehr intensiv, zumindest bei manchen Blättern. Die muss ich aber erst noch erholen, weil ich die ja erst vor 2 Monaten nochmal umsetzen musste. Da müssen die Wurzeln sich nochmal kurz regenerieren. Das dauert dann immer eine Weile. Aber irgendwann ist es dann soweit, dass die Hypermelis dann besser wächst und grüner wird. Die Baumchili, soweit, hat ja auch gelitten eine ganze Weile im Zelt. Hat da auch diese gewissen Anzeichen, diese braunen Neuaustriebe, die man sehen kann. Aber die lebt ja noch und hat immer noch weiße Saugwurzeln. Also daran liegt es schon mal nicht. Trauermücken bin ich auch schon vorgegangen. Ja. Wir werden sehen, ob die Baumschädel sich nochmal auf den Seiten verzweigt. Wenn sie sich verzweigt, habe ich alles richtig gemacht. Genau. So, der Bonsai in Vorbereitung. So sieht der Kandidat mittlerweile aus. Nach ein paar Tagen. Der Spitzahorn, ein schönes Experiment. Ja. Ich habe auch den hier als Opferast auserkoren. Also der darf sich erstmal kräftig entwickeln. Wenn wir es wieder warm haben, ab Mitte Mai ungefähr, konstant, dann wird er sich auch deutlich besser entwickeln als im Moment. Ja. Also bis jetzt hat er nicht gelitten und das ist so, wie ich es wollte. So ist es eingetreten. So. Das Mammutblatt ist momentan, es beginnt jetzt mit teilweise ein verhaltenem Wachstum. Aber aus verhaltenem Wachstum wird später enormes Wachstum. Und das könnt ihr dann später verfolgen. Diese Tomaten habe ich auch von Gärtnern hier draußen aus dem Garten bekommen. Ich würde das jetzt eigentlich nicht machen, aber ich lasse sie draußen. Ja, ihr werdet es einfach sehen, was passiert. Mal gucken. Der Blauglockenbaum, der fängt das auch an auszutreiben. Hier oben ordentlich setzt er die ganze Energie jetzt mittlerweile rein, so wie ich es wollte. Ich lasse ihn erstmal gerade nach oben wachsen. Das ist mein Ziel, dass die Knospe sich nach oben orientiert, damit ich dann einen geraden Wuchs erziele. Könnte später auch interessant als mittelkleiner Baum aussehen, mal schauen. Ja, es gibt so viel zu zeigen, also das weiß man gar nicht, was man noch zeigen kann. Die Engelstrompete, also die beginnt überall mit den Austrieben, wird auch deutlich kräftiger noch, wenn wir Mitte Mai erreichen, also wenn es überall warm wird. Ich wollte nur den aktuellen Stand der Engelstrompete kurz mal gezeigt haben. Genau. Diese Chili ist wunderschön. Bis jetzt am Wachsen. Der Neuaustrieb, ich habe die gerade noch gerettet. Die Trinidad Moruga Scorpion, eine scharfe Chili-Sorte. Braucht aber noch eine Weile. Das Kraut der Unsterblichkeit, wie ich ja gesagt hatte, es lebt tatsächlich. Es hat so eine Wasserspeicherknolle oder irgendwas, was es am Leben hält. Sieht nämlich am Anfang immer aus, ob es tot wäre, aber im Gegenteil. Drinnen lebt es. Und das wird man irgendwann auch mal wieder sehen, wenn die Pflanze sich dann irgendwann mal entscheidet zu wachsen. Genau wie bei der, die sieht aus wie tot. Innen drinne ist aber alles kräftig in Vorbereitung. Das ist nämlich so ein Spiel, um sich zu schützen. Hier zum Beispiel sieht man schon eine Verzweigung mittlerweile. Das, was ich meine, die Pflanze lebt. Und sie kommt irgendwann wieder. Ja. Ich mach das mal ab, dass hier das Tote und dann ganz losgeht. Ihr seht, also es wird nicht langweilig. Manche Pflanzen verstecken sich eben im Moment noch. Hier wächst das Maggi-Kraut, was ich geschenkt bekommen habe vor ein paar Tagen. Das hat sich gut etabliert jetzt, nach ein paar Tagen, nach dem Reinwachsen.
Ich habe es nämlich umgesetzt vor 5 Tagen ungefähr muss das gewesen sein. Holunder aktueller Stand. Hier wächst ein kräftiger Neuaustrieb raus. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Allein was dir für Kraft braucht, mein lieber Scholli. Das ist einfach nur enorm anzusehen, ja. So, jetzt habe ich kurz mal geschwenkt, weil ich noch kurz hier diese Update zeigen möchte. Diese Beere wächst gerade sehr kräftig raus im Moment. Guckt euch mal die Länge der Neuaustriebe an, dann wisst ihr ungefähr, was ich damit meine. 10 bis 20 cm haben wir schon ungefähr an Blattmasse erreicht. Hier geht mein Plan auch bis jetzt auf, die Pflanze nach oben wachsen zu lassen. So, und hier gibt es neue Updates. Die Beeren sind deutlich gewachsen, wie man sehen kann. Es zeigt sich jeden Tag etwas. Das ist enorm, ja. Das ist einfach gewaltig. Ja. Ich müsste mal bald mal einen Stundenfilm drehen, wenn man mal hier so viele Pflanzensorten hat. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Gucken wir mal, also hier überall. Der größte Haufen der Beeren ist befruchtet, also die wachsen jetzt. Stachelbeeren sind auch enorm am Wachsen. Aber das zeige ich im nächsten Video. Vielleicht gibt es noch ein Indoor-Video morgen, mal schauen. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur gewaltig anzuschauen, wirklich. Es ist alles aufgegangen im Moment, was ich draußen machen wollte. Das ist Wahnsinn, ja. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch für Pflanzen gerne sehen möchtet. Ich habe schon wieder 2 neue Arten im Hinterkopf, die ich mir besorgen werde. Mal schauen. Die Maulbeere zum Ende noch mal kurz gezeigt vielleicht. Genau. Also die gibt auch Vollgas mittlerweile jetzt. Die pinziere ich auch immer wieder. Habt ihr ja mal gesehen auf ein Video, wie ich das gezeigt habe. Das ist enorm. Im Moment hat sie noch hellgelbe Blätter, aber das ändert sich auf irgendwann zum starken Grün. Das dauert aber noch. Das ist enorm, wirklich. Enorm. Guckt euch mal die Astaufkronung an. Die Krone ist so schön am Aufbau im Moment. Das wird ein sehr schöner Baum irgendwann werden. Ja. Gucken. Also dann, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, euer Nico Pflanzenforscher. Und bleibt weiterhin gesund und genießt die Welt der Pflanzen. Ciao, ciao.